Israel steht unmittelbar vor Parlamentswahlen, wieder einmal, aber vom Wahlkampf merkt man eigentlich recht wenig. Kein Wunder, wenn innerhalb von weniger als einem Jahr dreimal gewählt wird, dann fällt es natürlich schwer, Aufbruchstimmung zu erzeugen. Es sind immer die gleichen Slogans, immer die gleichen gegenseitigen Vorwürfe und keiner hört mehr hin. Bei den ersten Wahlen im April hatte etwa Benny Gantz noch irgendwie den Reiz der Frische, ein neuer Chef des linksliberalen Lagers, die große Hoffnung all jener, die endlich Benjamin Netanyahu loswerden wollen, der jetzt seit bald 11 Jahren durchgehend Premierminister ist. Aber jetzt, nach weniger als einem Jahr, ist sogar Benny Gantz schon irgendwie abgenützt, gehört schon zum politischen Altinventar, obwohl er doch eigentlich noch überhaupt keine Gelegenheit hatte zu wirklicher politischer Arbeit, weder in der Opposition noch in der Regierung. Gantz ist abgenützt, weil die ganze Wahlprozedur sich irgendwie abnützt. Es ist so gut wie sicher, dass Wahl Nummer 3 genauso ausgehen wird wie Wahl Nummer 2 und Wahl Nummer 1. Jede Umfrage sieht genauso aus wie die vorhergehende Umfrage. Und auch wenn es jetzt feststeht, dass Netanyahu 2 Wochen nach der Wahl vor Gericht stehen wird, tut nichts, seine Anhänger halten nur noch fester zu ihm und seine Gegner sind natürlich nur noch stärker motiviert. Fazit, es gibt fast keine Mandatsbewegung zwischen den beiden Blöcken. Traditionell spricht man in Israel ja von 2 Blöcken, einem rechtsreligiösen Block und einem Mitte-Links-Block. Aber eigentlich waren es ja immer schon 3 Blöcke, denn was mögliche Koalitionen betrifft, haben die arabischen Parteien ja nie wirklich zur Linken gehört. Sie bilden einen eigenen Block, denn sie wollen in Regierungen ja nicht mitmachen und die zionistischen Parteien wollen die arabischen Parteien ja auch in keiner Regierung haben. Und seit vorigem Jahr bildet die Rechtspartei, die kleine Rechtspartei von Avigdor Liebermann, einen separaten Mini-Block, denn sie will jetzt mit den anderen rechten Parteien und mit den religiösen Parteien nicht mehr zusammenarbeiten. Also in Wahrheit gibt es da 4 Blöcke und die lassen sich bis auf Weiteres einfach nicht kombinieren. Damit doch eine Regierung gebildet werden kann, müssten entweder Gantz oder Liebermann ihre Position ändern. Wenn Gantz doch bereit wäre, Netanyahu wieder als Premierminister zu akzeptieren, dann könnte es eine große Koalition geben. Oder wenn Liebermann bereit wäre, doch wieder mit den Religiösen zusammenzusitzen, dann könnte es wieder eine kleine Rechtskoalition geben. Ist aber beides nicht sehr wahrscheinlich. Was ist also das wahrscheinlichste Ergebnis der Wahl Nummer 3? Wahl Nummer 4, ungefähr im September. Klingt völlig absurd, ist aber rein logisch einfach so. Doch egal, wie kurz oder wie lang diese kommende Legislaturperiode ausfallen wird, eine Neuerung wird sie bringen. Am 17. März wird zum ersten Mal in der israelischen Geschichte ein und derselbe Mann am Vormittag auf der Anklagebank und am Nachmittag auf dem Premiersessel sitzen.